Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch eine lässige Jogginghose nähen. Sie hat einen flexiblen Gummibund mit einer Kordel, praktische Reißverschlusstaschen, wenn ihr mögt eine Gesäßtasche und bequeme Beinbündchen. Unser Schnittmuster dazu gibt es für Männer und für Frauen. Ihr findet beide Versionen hier unter diesem Link. Die Hose wird aus einem elastischen Zwetschstoff genäht. Hier habe ich die Schnittteile und Zutaten für die Männervariante schon einmal vorbereitet. Wir brauchen eine Vorderhose und eine Hinterhose und zwar jeweils ein rechtes und ein linkes Hosenbein sowie zwei Beinbündchen. Für die Reißverschlusstasche brauchen wir zwei hintere Taschenbeutel, zwei vordere Taschenbeutel und zwar sind diese hier aus Jersey, damit die Tasche nicht so dick wird. Außerdem zwei Belegteile, vier Einlagestreifen und natürlich zwei Reißverschlüsse. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hinterhose mit einer oder zwei Gesäßtaschen ausstatten. Weiterhin benötigen wir einen Hosenbund, Gummiband, Ösen und eine Kordel. Zum Nähen der Hose verwende ich nun meine Overlock-Maschine und eine Nähmaschine. Ihr könnt die Hose aber auch komplett mit der Nähmaschine nähen. Tipps und Tricks hierfür findet ihr in meinem Nähvideo zum Shirt Elaine. Und nun beginnen wir, und zwar mit den Reißverschlusstaschen an der Vorderhose. Hierfür habe ich bereits die Bügeleinlagestreifen auf die linke Stoffseite der beiden Belege sowie der beiden Vorderhosenteile aufgebügelt. Für die Positionierung der Einlage auf dem Vorderhosenteil habe ich zuvor die Markierung für die Taschenposition vom Vorderhosenschnittteil hier auf den Stoff übertragen. In meinem Fall ist das hier nur ein kleiner Ausschnitt von dem Schnittteil. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal auf der rechten Stoffseite der Vorderhosenteile. Leg das Schnittteil oben und an der Seite bündig auf und übertrag mit einem Markierstift die Taschenposition auf den Stoff. Bei dunklen Stoffen könnt ihr auch einfach Stecknadeln verwenden. Am anderen Hosenbein müsst ihr dann das Schnittteil spiegeln, das heißt mit der beschrifteten Seite nach unten auf den Stoff auflegen. Im nächsten Schritt zeichnen wir auf die linke Stoffseite des verstärkten Belegs mit Hilfe des Schnittteils ebenfalls die Punkte für die Taschenposition auf und verbinden diese anschließend mit einem Lineal zu einem Rechteck. Dieses Rechteck ist dann später die Öffnung für den Reißverschluss und genau auf die im Schnittmuster angegebene Länge angepasst. Wenn ihr einen längeren oder kürzeren Reißverschluss verwendet, dann müsst ihr dieses Rechteck entsprechend in der Länge anpassen. Jetzt können wir den Beleg rechts auf der Vorderhose positionieren und zwar mit den angezeichneten Ecken genau an den Stellen, an denen wir zuvor die Nadeln gesteckt haben. Hier ziehe ich die Nadeln heraus und stecke den Beleg fest. Ich stecke jetzt noch dazwischen zwei Nadeln und dann können wir den Beleg genau auf dem aufgezeichneten Rechteck mit der Nähmaschine und einem Geradstich annähen. Zum Nähen habe ich eine Jersey-Nähnadel eingesetzt und die Stichlänge 2,5 eingestellt. Kurz vor den Ecken stelle ich eine kleinere Stichlänge ein, um zu verhindern, dass der Stoff hier später reißt. Zudem kann ich so die Eckpunkte ganz genau treffen. An diesen lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen, drehe den Stoff um 90 Grad, senke das Nähfüßchen und nähe weiter. Nachdem wir den Beleg fixiert haben, können wir anschließend die Maße des aufgenähten Rechtecks mit denen auf dem Schnittteil vergleichen und gegebenenfalls die Naht korrigieren, damit die Öffnung später genau für den Reißverschluss passt. Im nächsten Schritt schneiden wir mit einer spitzen Schere die Öffnung ein, und zwar mittig und an den Enden hin schräg bis zu den Ecken, sodass sich kleine Dreiecke jeweils bilden. Schneidet an den Ecken bis kurz vor die Naht, aber passt gut auf, dass ihr sie nicht trifft.
Jetzt können wir den Beleg durch die Öffnung auf die andere Seite stülpen und das Ganze schön bügeln. Jetzt positionieren wir den Reißverschluss unter die Öffnung, sodass er genau mittig darin liegt, und stecken rundherum vorsichtig ein paar Nadeln. Jetzt können wir den Reißverschluss von außen zunächst nur an dieser einen Kante knappkantig mit einem Geradstich feststeppen. Dafür habe ich jetzt einen Kantennähfuß eingesetzt und verstelle zudem noch etwas die Nadelposition, damit ich etwa 2 mm hier neben der Kante nähen kann. Ich beginne hier oben an der Ecke mit der Naht. Zu Beginn ziehe ich den Schieber ein Stück nach unten. Und so sieht die Naht jetzt aus. Wenn ihr dies zum ersten Mal macht, dann empfehle ich euch, es an einem Probestück zuvor auszuprobieren. Nun können wir unser Hosenteil umklappen und den vorderen Taschenbeutel aus Jersey rechts auf rechts hier an die Belegkante anlegen, sodass die beiden Knipse jeweils aufeinandertreffen. Jetzt lege ich beide Teile so hin, dass der Taschenbeutel unten ist, und stecke ihn hier an der Belegkante fest. Nun können wir beide Teile hier zusammennähen. Ich habe wieder den Kantennähfuß eingesetzt und die Nadelposition verstellt, sodass ich so nah wie möglich hier an dieser Kante entlang nähen kann. Der vordere Taschenbeutel ist angenäht, jetzt können wir ihn umklappen und den hinteren Taschenbeutel rechts auf rechts darüber legen, sodass er oben und an der Seite bündig abschließt. Und dann drehen wir unser Hosenteil um. Wir überprüfen noch einmal, ob alle Kanten schön aufeinander liegen und darunter alles glatt ist. Dann können wir die Stofflagen mit ein paar Nadeln zusammenstecken. Und nun die restlichen drei Kanten hier am Reißverschluss absteppen und damit gleichzeitig den hinteren Taschenbeutel fixieren. Ich setze die zweite Naht jetzt genau am Ende der ersten Naht an.
Jetzt ist unsere Reißverschlusstasche fast fertig. Wir müssen nur noch innen den vorderen Taschenbeutel oben und unten an den hinteren Taschenbeutel annähen und beide mit der Overlock an der runden Kante schließen. Ich nähe den Taschenbeutel jetzt knappkantig hier bis zum Knips fest. Und hier oben beginne ich mit der Naht am Knips. Das Hosenbein habe ich zur Seite geklappt und nähe nun die beiden Taschenbeutel zusammen. So sieht der geschlossene Taschenbeutel aus. Auf die gleiche Weise habe ich hier bereits die zweite Reißverschlusstasche vorbereitet. Und damit später nichts mehr verrutschen kann, habe ich die Taschenbeutel oben und an den Seiten mit Nähten fixiert. Und nun sind die optionalen Gesäßtaschen an der Reihe. Hierfür habe ich die Taschenteile bereits vorbereitet. Und zwar an den oberen Kanten jeweils versäubert, die Kanten 2 cm umgebügelt und festgesteppt und die restlichen Kanten jeweils 0,7 cm umgebügelt. Und wie vorhin habe ich die Markierung für die Taschenposition vom Schnittteil auf die rechte Stoffseite der Hinterhosenteile übertragen. Um zu vermeiden, dass der Tascheneingriff später einreißt, habe ich hier an den oberen Punkten auf der Rückseite etwas Bügeleinlage fixiert. Jetzt können wir die Tasche anhand der Markierung auflegen und rundherum mit Nadeln feststecken. Nun steppen wir die Tasche knappkantig an allen vier Kanten auf. Als Verzierung und für eine bessere Haltbarkeit nähe ich hier oben am Tascheneingriff jeweils ein kleines Dreieck auf. Nun sind auch diese Taschen fertig. So können wir nun im nächsten Schritt die Vorderhosenbeine jeweils rechts auf rechts mit den Hinterhosenbeinen zunächst an den Außenkanten und anschließend an den Innenkanten mit der Overlockmaschine zusammennähen. Wenn wir beide Hosenbeine fertig genäht haben, können wir eins davon nehmen, es wenden, sodass die rechte Stoffseite außen ist und es rechts auf rechts in das andere Hosenbein hineinstülpen.
Dann stecken wir beide Teile hier an der Schrittnaht zusammen, sodass die Innenbeinnähte aufeinandertreffen und nähen sie mit der Overlock zusammen. So sieht unsere Hose jetzt aus und als nächstes können wir den Hosenbund vorbereiten. Dieser besteht aus drei Tunneln, wobei in dem oberen und unteren jeweils ein schmales Gummiband enthalten ist. In der Mitte verläuft eine Kordel, die durch zwei Ösen an der vorderen Mitte eingezogen wird. Diese habe ich bereits anhand des Schnittteils positioniert und eingeschlagen. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch hier in diesem Nähvideo anschauen. Als nächstes nähen wir die Bundstreifen rechts auf rechts an den kurzen Kanten zusammen. Da wir später auf der Innenseite des Bundes zwei Öffnungen zum Einziehen der Gummibänder benötigen, lassen wir in der Naht an den entsprechenden Knipsen jeweils zwei Öffnungen. Die Öffnungen markiere ich jetzt auch nochmal mit Nadeln. Achtet beim Schließen des Bundes nochmal darauf, dass die Öffnungen für die Gummibänder auf der Seite des Bundes sind, auf der sich keine Ösen befinden. Wenn wir diese Naht genäht haben, können wir anschließend auf der Innenseite die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Und wenn wir den Bund zusammenfalten, seht ihr, dass wir hier nun zwei Löcher für die Gummibänder haben. Und bevor wir nun mit den beiden Tunnelnähten fortfahren, nähen wir zunächst am gefalteten Bund die beiden Stofflagen hier an der unteren Kante mit einem großen Stich zusammen, dann kann anschließend nämlich nichts mehr verrutschen. Der Abstand der beiden Tunnelnähte muss nun passend zur Gummibandbreite und zur Ösengröße sein. Hier bei der Männervariante beträgt der Abstand der ersten Naht zur Kante 2,5 cm und der Abstand der zweiten Naht zur ersten Naht beträgt 1,5 cm, sodass beide Nähte knapp über und unter den Ösen vorbeilaufen. Die Abstände für die Frauenvariante könnt ihr dem Schnittmuster entnehmen. Und nun nähe ich die erste Naht. Damit ich nun den Abstand schön gleichmäßig einhalten kann, habe ich ein Kantenlineal eingesetzt und den Abstand entsprechend zur Nadel eingestellt. Hier im Bereich der Ösen lege ich das Handmaß auf, um sie zu schützen und um den Transport zu verbessern.
Für die zweite Naht habe ich die Position des Kantenlineals angepasst und führe es nun entlang der ersten Naht. Nun ist unser Bund fertig vorbereitet, sodass wir ihn an die Hose annähen können. Dafür habe ich die Hose hier gewendet und nun stecken wir den Bund gleichmäßig verteilt anhand der Knipse hier an der Kante fest. Achtet darauf, dass die Ösen zur Vorderhose zeigen, damit sie später nicht innen liegen. Auch in den Zwischenräumen können wir noch ein paar Klammern stecken und nun den Bund mit der Overlock-Maschine annähen. Der Hosenbund ist nun rundherum angenäht und ich habe bereits jetzt oben und unten jeweils ein gleich langes Gummiband mit der Sicherheitsnadel eingefädelt, eine Anprobe durchgeführt und die Gummibänder so weit gekürzt, dass ich sie nun mit 3 cm Überlappung mit der Nähmaschine zusammennähen kann. Ich habe das Band noch ein wenig herausgezogen und nähe es nun mit einem Zickzackstich zusammen. Nachdem wir die Gummibänder zusammengenäht und in die Öffnung gesteckt haben, können wir diese nun per Hand mit einem unsichtbaren Leiterstich bzw. einer Matratzennaht schließen. Wie die genau funktioniert, könnt ihr euch hier in diesem Nähvideo anschauen. Jetzt sind wir fast fertig, nur die Kordel fehlt noch. Diese habe ich hier bereits in der Mitte mit einer Sicherheitsnadel eingefädelt und noch dekorative Kordelenden befestigt. Bevor wir zu guter Letzt noch die Beinbündchen annähen, empfehle ich euch, nochmals eine Anprobe durchzuführen, um zu schauen, ob ihr die Hosenbeine eventuell kürzen müsst. Hier habe ich die Beinbündchen schon einmal rechts auf rechts jeweils zusammengenäht. Die zu Ringen geschlossenen Beinbündchen falten wir nun mittig links auf links und stecken sie rechts auf rechts in die gewendeten Hosenbeine, wobei die Naht auf die Innenbeinnaht trifft. Und der Knips auf die Außennaht. Und dann nehmen wir die Bündchen rundherum mit der Overlock-Maschine fest. Beim Annähen liegt das Beinbündchen oben. Ich nähe also in der Beinöffnung und dehne das Bündchen leicht, denn es ist etwas kürzer als die Saumstrecke. Und fertig ist unsere coole Jogging-Tarnhose. Nicht nur super lässig, sondern auch sehr hochwertig verarbeitet. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei meinem Nähvideo und habt wieder das ein oder andere dazugelernt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und auch meinen Kanal abonniert. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.